Willkommen zu diesem Video. Wir stehen jetzt hier auf der IAA bei Mercedes-Benz vor einem AMG GT 63 S E-Performance. Dabei handelt es sich letztlich um den AMG GT 63 S, also die Top-Ausbaustufe mit V8 und 639 PS. Bloß, dass es jetzt zu einem Plug-in-Hybrid geworden ist und wir zusätzlich nochmal 204 PS Elektromotor zu bekommen, Systemleistung auf 843 PS gestiegen ist. Damit fährt das Auto 0,2 Sekunden schneller auf 100. Und es wurde auch gerade schon gesagt, dass es damit vor allem mehr Punch gibt. Also das Ziel war vor allem die Performance beim Fahren deutlich zu steigern. Das heißt, wenn man aus der Kurve raus beschleunigt, wenn man auf 100 bis 200 fährt, dass gerade in diesen Bereichen sozusagen die enormen Verbesserungen des Hybridantriebs zu spüren sind. Dennoch muss man sagen, es ist jetzt hier nicht so ein typischer Plug-in-Hybrid, wo man sagt, viel Reichweite, sehr gute Verbrauchswerte oder ein Öko-Image, weil das Fahrzeug hat eine relativ kleine Batterie mit 6 Kilowattstunden. Das bringt dann 12 Kilometer rein elektrische Reichweite. Sie ist immerhin von außen aufladbar, aber damit natürlich keine steuerlichen Vorteile oder auch kein E-Kennzeichen, was in manchen Städten Vorteile bringt. Dementsprechend ist das eher auf die Performance getrimmt. Ansonsten hat sich nicht so viel verändert. Im Kofferraum hat sich ein bisschen was geändert. Dort haben wir jetzt ein bisschen weniger Platz. So, hier sieht man jetzt nochmal die Einschränkungen im Kofferraum mit dem Battery Pack. Man sieht halt hier, dass dann eben so eine Erhöhung dort verbaut ist und dass das Volumen damit etwas sinkt. Allerdings muss man natürlich sagen, dass es ja auch an sich jetzt nicht der Familienkombi schlechthin ist, sondern dass es da ja mehr um Fahrperformance geht. Wenn wir uns jetzt gleich umdrehen, dann können wir hier nochmal den kompletten Antriebsstrang sehen und als auch den an der Hinterachse verbauten Elektromotor sowie das Batteriepaket, also das Packaging, wie es eben ohne Karosserie aussehen würde. Angekommen im Innenraum zeigt sich, dass sich hier nichts großartig verändert hat zum normalen AMG GT. Natürlich haben wir jetzt die Facelift-Version des AMG GT und wir haben natürlich weitere UI- und Einstellungsmöglichkeiten bedingt dadurch, dass wir natürlich einen Plug-in-Hybrid fahren. Das heißt, wir sehen zum Beispiel den Energiefluss, wo die Batterie sitzt und so weiter. Das sind so ein paar Besonderheiten. Aber ansonsten haben wir einen ganz normalen AMG GT vor uns hier. Das soll es dann auch schon gewesen sein zum neuen AMG GT 63 SE Performance. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Auto findet. Und bleibt auf jeden Fall bei unserem Kanal treu. Abonniert uns gerne für weitere Highlights hier von der IAA. Bis dann. Ciao.